Okay, auf ein neues. Ja. Ich töte ihn jetzt. Ich sehe es jetzt. Warte. Hier. Warte, das ist noch nicht. Okay. So. Artemis-Pfeil. Okay. Den hatte ich, glaube ich, noch nie im Schock. Kann das sein? Also, das war nur Hast. Das hasse ich auch. Okay, und jetzt nochmal. Ach du Schande. Ach du Schande, Schande. Mhm. Oh nein. Und nochmal. Okay. Und ich hab zwar Leben verloren, aber ich habe noch keinen Trank gebraucht. Okay. Schande. Es ist jedes Mal, wenn der Run eigentlich gut läuft, tötet mich dafür die Attacke. Okay, Leute, das war jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Das müssen wir nicht so machen. Okay, wartet, ich warte kurz. Achso, das ist das. Okay, ich habe die Folge, also die Gar-Zauber zu Ra gewechselt. Oh. hupala. Und das scheint wirklich zu helfen. Jetzt müsste ich mich nur noch so ein bisschen konzentrieren vielleicht. Wenn ich das hinbekommen würde, wäre gut. Ich meine, ich habe gerade gestreamt und ich bin immer noch sehr müde. Es ist der gleiche Tag. aber das wird schon. Nicht wahr?
Okay, ich nehme da mal einen Trank. Einfach nur, also um sicher zu gehen, klar? Okay. Oh, verdammt. Ich habe vergessen, dass der ja auch sowas macht. Also ohne, dass da eine Attacke drüber steht. Okay, ich sollte jetzt aufhören und einfach Damage machen. Yep. Ich resiste, ja. Wie viel göttliche Strafe möchtest du noch machen, Sir? Ich nehme noch einen Übertrank. Ups. Schön. Alles toll. Entschuldigung? Können wir bitte das nicht so machen? Oh oh. Okay, noch einen Trank. Okay. Okay. Und jetzt hieß es hier. Mal durchziehen.
So, weiter. Oh mein Gott, ich hab einen Schock. Und jetzt mach den fertig. Oh nein, das wird ja noch 3 Jahre dauern. Oh, ich habe natürlich vergessen, dass das jetzt auch noch kommt. Okay. War es wirklich nur das, was gefehlt hat? Oh mein Gott, wirklich? Ach du Schande, es war nur, dass ich die Ra-Zauber nicht hatte, sondern die Gar-Zauber. Ach du Schande. Es hätte so einfach sein können. Ich habe, glaube ich, die Schockleiste jetzt erst verstanden. Ich dachte immer, ich erkläre kurz, was ich dachte. Ich dachte immer, sobald die lila ist, ist sie resettet. Wisst ihr? Also das erste ist lila, dann kommt Gold, dann kommt Rot und dann Schock. Und ich dachte immer, also wenn, muss es bei Gold bleiben. Also wenn man gerade eine Attacke drauf gemacht hat, ist es immer hochgegangen. Und ich dachte, das muss man beibehalten. Weil ich immer dachte, sobald das Hochgehen von der Attacke abgelaufen ist und zum Lilan zurückgeht, zählt es nicht, als hätte man mehr draufgehauen an Schock. Aber eigentlich ist es so, dass es die Spikes gibt, sobald eine Attacke trifft, aber die generelle Schockleiste immer größer wird. Das habe ich nicht verstanden. Das habe ich jetzt gesehen. Weil alles andere ging immer zu schnell. Aber jetzt habe ich es verstanden. Beim letzten Boss. Ja, geil. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. It belongs to humanity now. There's no place for you there. No. No. No! I will not accept it! I will not allow it! I feel it. I feel grief and pain. I feel anger. Goddess of death, I cast you out! Into the chaos! Into the shadows of death! Yes. What I plan to do. The goddess of death is gone, and there's no one to control the chaos. Someone has to take Etro's place and protect the cycle of life. That someone is going to be me. But before I do,
I'm going to take you into the chaos with me! Never! Is that your last resort? Your final desperate ploy? Do you think you can survive me? The power of divine light is mine! It's too late for that. You have the power of a god, but you have the power of a human inside you as well. And now that human is going to destroy you! It's the final act in the death of a god! I bring you salvation! This is the last soul I'll save! Hope! I'll set you free! Go. Lightning! Do you see it? Go. It's a new world. A world of hope. And it's waiting for you to be born again. You are their hope. I can't see you. Where are you? Light! What's going to happen to you? No. You can't turn back or you'll never leave. I have to stay behind. Someone has to control the chaos. I have to keep it safe forever. The new world, and you, and all of humanity. So go. I don't want to be alone. Sarah. Not quite. What's in here? Me. You're not really her? No. I'm just a fake made by God. I'm missing something important. Just like you are. Yes. It's true. God cut part of me away when I woke as the savior. No. It wasn't God's doing. Do you want to know who it was? You. What? It happened a long time ago. You wanted so much to be strong. You wanted to grow up so fast, you got rid of everything that made you weak. So you'd never have to back down. So no one could ever make you cry. You locked your heart away. Do you remember? What you tried to do? You tried to kill me. You. You're me. Young. Weak. I'm Claire Farron. Her selfishness, her loneliness, her fear. That little bit of your soul that you couldn't accept. You look like you're home. Like you belong in the chaos. I have no choice. Someone has to stay behind to keep the new world going. And that's how you hide your true feelings. You convince yourself with logic. You make it sound rational to cut away parts of yourself. You deserve to be alone. Sarah. Wait! Don't go! Please! Don't! Don't leave me alone! I need you. Help me.
It's okay. We could hear you, Light. Let's go. We'll be together. Sarah, you came to save me. Even though you were never real. Yes, I was a fake. Sarah's soul wasn't inside me. But I could imagine it. I could imagine what the real Sarah would feel. That's how I did it. I tried to think the same thoughts as she would, and I imagined the love that she must have felt for you. God hadn't given me a heart, but even so, I could dream. It was just a lie, a fake. But the feelings became real. I love you. I always have. Das Video wird leider gesperrt, wenn die Endszene drin ist. Deswegen werde ich jetzt ganz kurz zusammenfassen, was passiert. Mit ein paar Screenshots, wie ihr vielleicht gerade seht. Und mit einem Link in der Videobeschreibung, wo ihr das Ende bei einem englischen Let's Play einfach sehen könnt. Weil, wie gesagt, das Video wäre gesperrt, es wäre nicht demonetarisiert. Das ist oft genug der Fall bei Final Fantasy, das wäre nicht das Problem. Aber das ganze Video wäre nicht da. Deswegen schneiden wir das jetzt vor die Cutscene, um es dann händisch, also manuell über YouTube rauszuschneiden. Und zwar das, was gestrikt wäre. Das heißt, vielleicht bleibt noch ein Fetzen von der Cutscene übrig. Wäre schön. Ansonsten fasse ich euch kurz zusammen. Also wirklich super kurz, weil guckt euch lieber also das beim Link an. Das ist nämlich eine schöne Cutscene. Alle Leute kommen wieder zusammen. Die ganze Gruppe inklusive der Neuen. Auch Yul. Sie vereinen sich alle, haben Buniverse getötet und machen sich auf, einer nach dem anderen, zur neuen Welt. Und letztendlich auch Lightning und Sarah und ein wunderschönes Ende. So, guckt euch lieber das Video an. Ist nämlich echt schön. Es ist wirklich sehr schön. Ich habe gerade nebenbei zwei Taschentücher vollgeheult. Oh. Ich weiß auch nicht. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich den Bossfight davor nicht geschafft habe, weil also ich glaube, sonst hätte ich das Ende nicht genossen. Dann hätte ich einfach nur so, oh mein Gott, dieses Kack-Bossfight-Ding. Oh. Noelle hat am Ende sogar seine Yul bekommen. Sogar das, okay? Und Vanille war wieder Vanille. Nicht mehr die komische Gepriesene, die sich dauernd für irgendwelche Sachen immer opfern muss. Vanille und Fang, wirklich. Das sind die Opfercharaktere schlechthin und ich liebe sie. Aber Lightning sah so schön aus und generell die Cutscenes waren so schön gemacht. Und es war alles so schön und oh, ich heule gleich wirklich. Und dann als sie die Bubbles da plötzlich ankamen und zu den ganzen Leuten wurden und als Sass dann ankam mit seinem Darsohn und dem kleinen Baby Chocolina, Chocolina, Küken und dann auch das, als Sarah da mit Morg kam und oh. Also ich finde nach wie vor den ersten Teil den besten. Aber es liegt halt einfach daran, dass ich finde, dass... Also für mich hat Final Fantasy 13 ausgemacht, wie krass die Charaktere sind. Und vor allem, wie krass sie miteinander sind.
Ich finde, Final Fantasy hat immer so einen extrem krassen Character Cast. Was ich in sonst. Also, sowas wie Persona zum Beispiel hat auch echt extrem coole Charaktere, aber egal bei welchem Spiel, es kam für mich nicht ran an, nehmen wir jetzt Final Fantasy 7 oder Final Fantasy 13. Und, also 16, da müssen wir nicht, schweigen wir einfach tot, ja? 15 habe ich ja abgebrochen, aber ich glaube, das lag ein bisschen daran. Und die anderen muss ich ja noch spielen, aber. Oh, es ist so schwierig für mich, das zu sagen, weil eigentlich liebe ich, also ich liebe Tifa halt mehr als alle anderen Charaktere, so ungefähr. Aber generell finde ich den Cast von 13 besser als von 7, obwohl ich 7 mehr mag. Wobei man das auch nicht, also es geht um so 0,01%, okay? Aber ich liebe auf jeden Fall die Charaktere. Und das war ja auch für mich der Grund, warum ich ab und zu mal gemeckert habe an den Spielen, an 2 und Lightning Returns. Einfach so wenig von den anderen da war. Und toll, wir hatten Hope. Toll, danke. Aber ich meine, letztendlich habe ich mich zu sehr gestresst und zu sehr stressen lassen von dem Zeitmanagement-Ding. Ich meine, wir haben im Endeffekt 2 Tage geskippt. Hätte ich das gewusst, hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter alles gemacht, aber das ist für mich wirklich der größte Kritikpunkt. Das hat Spaß gemacht, das war ein gutes Spiel, aber dieses Zeit, ich nenne es mal Dilemma, zu haben, dass du einerseits Uhrzeit gebunden bist und andererseits nur so und so viele Tage zur Verfügung stehen hast, ich fand es too much, ich fand es wirklich too much. Ich meine, als man dann, also es war halt dadurch so viel. Irgendwann kam man dann rein und dann war schon wieder okay. Aber ich hätte mir echt gewünscht, dass es also entweder Tages-Nachtzeit nicht gegeben hätte oder halt die Tagesanzahl nicht gegeben hätte. Ich meine, ich verstehe storytechnisch, dass es eine begrenzte Tagesanzahl gibt. Aber ich hätte es wahrscheinlich, also nur aus Spielersicht, nicht aus Storysicht, sondern nur aus Spielersicht hätte ich es wahrscheinlich Tag-Nacht-Zeit ja, begrenzte Tage nein gewünscht. Aber wie gesagt, andersrum wäre halt sinnvoller gewesen für die Story. Aber ich verstehe schon, es hat ja auch so funktioniert, aber das wäre so das, was für mich halt das ein bisschen traurig gemacht hat. So. Aber es hat, es war eine 8 von 10, okay? Es war eine 8 von 10. Wobei, wenn ich so überlege, wie lange ich an diesem blöden Bossfight gekämpft habe, nur weil ich die Gar-Zauber und nicht die Ra hatte. Sagen wir eine 1 von 10, ja? Spaß. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß auf der gesamten Reise von Final Fantasy 13 1 bis Final Fantasy 13 Lightning Returns. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, mit mir diese Reise zu beschreiten. Und ja, als nächstes Final Fantasy Projekt wird es dann wahrscheinlich 8 werden. Gehe ich davon aus. Mal gucken. Aber erstmal eine kurze Pause, weil sehr viele Spiele jetzt rauskommen und ich muss ja noch Phoenix Wright machen. Und dann, sobald die ganzen Releases durch sind und wir die Spiele gespielt haben, die ja alle so semi-lang sind, nichts im Vergleich zu Final Fantasy 13, vor allem nicht, wenn man alle Teile zusammenzählt, aber auch einzeln nicht, dann können wir uns vielleicht Final Fantasy 8 endlich widmen, damit ich auch irgendwann Kingdom Hearts spielen kann. Ja. Dann würde ich euch jetzt schon mal verabschieden. Ich lasse natürlich wie immer die Credits durchlaufen und ich danke euch sehr fürs gemeinsame Bestehen des Weltuntergangs.
Danke für eure Begleitung. Danke fürs Zusehen. Und danke für die Likes. Danke für die Abonnements. Danke für einfach eure Zeit. Wir sehen uns dann im nächsten Let's Play, im nächsten Stream. Vielleicht auch erst bei Final Fantasy. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Und bis dahin. Macht's gut. Lasst euch nicht ärgern. Ihr seid toll. Ende. Kupo? Das war eine schöne Endscene. Aber das war Deutschland, das habe ich gesehen. Und jetzt, tschüssili.